Die Huerta-Hütte ist auch für Wanderer, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, gut erreichbar. Mit dem Wanderbus bis zum Alpengasthof Relztal, dann in einer Stunde zur Hütte. Bei Speis und Trank und schönem Wetter auf der Terrasse sitzen und den herrlichen Ausblick genießen. Einfach traumhaft schön. Die Hüttenpächterfamilie Döns macht mit bei So schmecken die Berge des ÖAV. Das heißt, dass die Milcherzeugnisse beispielsweise aus den umliegenden Almen bezogen werden. Auch die anderen Erzeugnisse stammen aus der Region. Allein das frische, süffige Bier der Frastanzer Brauerei aus Frastanz hat nur wenige Kilometer Wegstrecke hinter sich. Auch das Schild »Mit Kindern auf Hütten« steht für ein herzliches Willkommen der Kleinen mit Spielmöglichkeiten um und in der Hütte. Wie beim Zustieg zur Hütte erwähnt, ist es ein Erlebnis, die Zimba oder den Saulakopf zu besteigen. Hanno, der Hüttenwirt, ist auch der Obmann der Montafoner Bergführer, also ein absoluter Profi. Gerne gibt er dir Tipps, vermittelt auch eine Führung oder geht, wenn es seine Zeit zulässt, selber mit dir los. Während die Eltern im Klettersteig sind, können die noch nicht ganz so berggängigen Kleinen in der Kletterhalle in der Hütte üben. Eine Möglichkeit, alle zufriedenzustellen. Bei Streifzügen um die Hütte gibt es in dem wildreichen Gebiet allerhand Tiere, wie hier die Gämsen, Rehe, den Fichtenkreuzschnabel und den Steinadler zu beobachten, wenn der Wind gut steht und du dich vor allem richtig verhältst. Die überaus reichhaltige Flora ist faszinierend. Weil du auf der Montafonrunde mit Rätikon, Silvretta und Verwall drei gänzlich verschiedene Gebiete durchwanderst, ist die Flora abwechslungsreich und so üppig wie nirgendwo sonst. Ja, du hast viel, 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 ja, wobei der Ober an der Scharte, das ist halt schon ziemlich wichtig, gell? Die Hütte wurde zum 100-jährigen Jubiläum 2009 von Grund auf umgebaut und modernisiert, wie es auch äußerlich zu sehen ist, und besitzt das Umweltgütesiegel. In den neuen, mit hellem Holz eingerichteten Gasträumen sind noch alte Elemente stilvoll integriert. Auch an einen separat für Seminare zu nutzenden Raum wurde gedacht. Die Küche ist ebenso modernst eingerichtet. Die Besatzung bringt für eine Berghütte außergewöhnliche Gerichte auf den Tisch. Spaghetti Napoli und Piccata Milanese, einfach lecker. Und zu guter Letzt gibt es in regelmäßigen Abständen auch noch nepalesische Küche durch Bir Kumarai, einen von zwei Köchen auf der Hütte.